Berlin wird wieder ein bisschen was gelingen. Ja, ich habe gestern gab es günstige Lebensmittel bei mir um die Ecke beim Einkaufsladen. Und ich habe da total günstig einkaufen können. Und will euch zeigen, was ihr so zaubern könnt, wenn ihr so Zutaten günstig erwerbt. Und dass ihr da was Leckeres, Veganes zaubern könnt. Ja, seid gespannt. So, jetzt zeige ich euch alles, was ich hier habe. Und zwar einmal Mohrrüben. Ein bisschen Essen. Und das für ganze 20 Cent. Ja, günstig waren die am Abend. Dann einmal hier, ich glaube ein Kilo sind das oder circa für 1 Euro die Tomaten. Die haben eigentlich 2,99 gekostet, Strauchtomaten. Dann hier für 30 Cent ein ganzer Bund Rosenkohl. 20 Cent Petersilie Kraus. Zweimal, voll der Eisenträger und ich finde Suppe machen, da kannst du eigentlich Petersilie nicht genug sein. Das sind die erstmal die Zutaten, die ich günstig bekommen habe. Was ich dazu packe, ist hier einmal Quinoa, dieser Quinoa-Mix, den ich immer nehme. Dann werde ich da Suppen, Gemüsebrühe noch dazu nehmen, fertige und vielleicht 1, 2 Kartoffeln oder 3 Kartoffeln, die ich hier schon habe. So, ich präpariere das erstmal und dann geht's weiter. So, jetzt wird sie erst der Rosenkohl verarbeitet. Und zwar schneide ich einmal hier so durch, also hier an diesem Ansatz. Und dann fallen schon die Blätter von selbst hier ab. Also die äußersten Blätter, die nehme ich raus, weil die auch schon so braun aussehen. Die kann man einfach nicht mehr essen, würde ich mal sagen. Und ich assoziiere das auch mit Schmutz, ehrlich gesagt. Da ist die Erde dran und alles. Und jeder hat da schon mal angetatscht. Also wird das schön grob weggeschnitten. Ja, und dann seht ihr hier den Strunk. Da schneide ich einmal so ein Kreuz rein. Vielleicht seht ihr das. Ja, und das mache ich mit den ganzen anderen auch. Die werden schön klein geschnippelt, also schön wieder hier am Strunk abgeschnippelt, dann hier die Blätter entfernt, hier auch, und den obersten hier, und den hier, ja und dann dasselbe wieder, den Strunk anschneiden. Und Rosenkohl ist nicht nur so ein Gemüse, hier auch nochmal so, was nur zum Weihnachten gegessen werden kann, sondern man kann daraus, glaube ich, auch eine Suppe schön machen und das werde ich jetzt auch machen. So, und dann geht es gleich weiter. Die sind jetzt fertig. Alles so schön. Cool. Und jetzt kommt die Möhrchen dran. So. Einfach mal. Hier mit dem Schäler die Haut abziehen. Fühlt sich grausam an. Aber das fehlte mir nicht. So. Und das wird mit den anderen auch gemacht. Und dann geht's weiter. Übrigens, Möhren sind gut. Beta-Carotin für die Augen und für die Haut. Also esst ganz viele davon. Wie ihr seht, die Möhren sind schon fertig. So, jetzt kommen noch die Kartoffeln rein. Jo, es geht weiter. Die werden jetzt auch geschält. Ach, ihr dürft beim Schälen zusehen. So gleich wegschieben. So. Guck mal, das sieht ja lustig hier aus. Gab es einen ganz romantischen Film, E-Mail für dich. Ja, das hat mich so voll traurig gemacht. Wieso gibt es sowas immer nur im Fernsehen? Kann mir das einer verraten? Juhu.
Ja, falls ihr das nicht wisst, das ist diese Love Story mit Meg Ryan und Tom Hanks, die sich dann am Ende treffen. Zuerst ja, schreiben sie sich mal per E-Mail und sie weiß eigentlich nicht, wer er wirklich ist. Und am Ende kriegt sie ihn, den, in den sie sich verliebt hat. Yes. Ja, aber jetzt mache ich das fertig und dann geht's weiter. Sieht das hier nicht wunderschön aus? Die Kartoffeln sind schon geschält. Petersilie ist jetzt draufgeklatscht, die Tomaten auch. Und jetzt wasche ich das alles schön. Und nachdem ich das gewaschen habe, werden die klein geschnippelt und in den First Austria gepackt. Ihr werdet gleich mit dabei sein. So, jetzt schnippel ich erstmal die Kartoffeln. Dann nehme ich eine, teile die mal einmal durch die Hälfte, dann nochmal durch die Hälfte, ja, und dann nochmal durch die Hälfte. Und das ist okay, finde ich, von der Größe her. Das mache ich dann mit einem Kartoffeln so. Ja. Die Kartoffeln tue ich ganz unten hin, weil die länger brauchen, danach kommt die Mühe. Ja. Und das andere kommt dann über. Kommt die Mühe hier rein. Und die erstmal entrümpft. Ups. Und auch die Würfelchen kommen ab. Dann einfach in Ringe schneiden. Ups, das war fast mein Finger. Das wollen wir aber nicht. Keine Finger im Essen. Und rein damit. Und danach kommt der Rosenkohl rein. Aber erst müssen noch mal drei Möhrchen dran glauben. Ab mit den Köpfen. Sieht das nicht wunderschön aus? Diesen leckeren, diese Farben, gelb und dann orange und grün. Diese schönen Farben und Gemüse schmeckt so lecker. Und jetzt mache ich noch den Quinoa drauf, damit er auch nachher schön mit dem Wasser bedeckt wird. Und darüber kommt jetzt kommen die Tomaten und die Petersilie, die ich gleich schneiden werde. Ja, ich freue mich schon richtig auf das. Die Tomaten sind schon drin. Die habe ich so, wie soll ich sagen, so in kleine Viertel geschnitten. Jetzt packe ich noch die Petersilie. Da habe ich auch das von den Stängeln befreit. Packe ich auch noch mit rein. So, und jetzt habe ich hier schon vorbereitet. Ich habe hier in dieser Gemüsebrühe oder Gemüsebrühenpulver, klare Suppe nennt sich das, von Rapunzel, habe ich einen gehäuften Esslöffel, also davon, den gehäuften hier reingepackt. Habe ich noch ein bisschen so eine Spitze von dem Teelöffel Chili genommen und dann Paprikapulver, mildes Paprikapulver. Und jetzt gieße ich hier, ich habe hier Wasser aufgekocht, 1 Liter voll. Ups, es wackelt. Oh, Moment, ich muss das mal korrigieren, so, dass mir das alles umkippt. Supi, genau 1 Liter. Klare Brühe. So, und das gieße ich jetzt hier alles drüber. Soll ja eine Suppe werden. Und dadurch wird alles auch vermengt. Jo. Salz mache ich erstmal nicht rein. Weil ich denke mir, sorry. Alles beschlagen. So, also ich denke mir mal, dass in dieser Brühe schon genug Salz erstmal drin ist und man kann ja immer noch nachsalzen. Ja,
Das wäre es erstmal. Und jetzt kommt es in First Austria. Ja, First Austria ist wirklich eines der einfachsten Dinge, die es gibt. Einfach nur den Deckel zu, vorher vielleicht diese einige Platte da gesäubert haben und auch den Topf gesäubert haben, klar. Und ansonsten stell ich hier jetzt wieder nur auf 2 Minuten ein über dieses Pressure Keeping Setting. Das, ah ne, doch, oder? Moment, so, genau, da klicke ich rauf. Dann hat es schon 2 Minuten. Erhitzt ist das Wasser, also wird es auch nicht so lange kochen, ankochen. Das heißt, die Vitamine bleiben wirklich geschont in dem Ganzen. Das ist, glaube ich, das Gesündeste, was ich mir antun kann. Ernsthaft. Also es wird per Druck so wenig wie möglich in so einer kurzen Zeitdauer gegart. Und die Vitamine bleiben erhalten. Obwohl ich jetzt Sachen günstig eingekauft habe, ist es das, glaube ich, das Gesündeste. Ich drehe mal kurz um. Ich glaube, das ist das Gesündeste, was ich mir antun kann, was ich überhaupt jemand antun kann. Es ist besser als jedes Fertiggericht, als ja, überhaupt irgendwas. Das Gemüse ist alles noch im Zustand gewesen, der noch nicht verarbeitet war. Ich rutsche mal runter. Und ich weiß, was ich da reingepackt habe, was für Stoffe ich da reingepackt habe. Die Gemüsebrühe von Rapunzel ist auch ohne Hefe oder irgendwelche Aromastoffe total gesund. Und ja, ich glaube, besser kann man sich das Leben nicht mal, also kann man sich nicht ernähren. Ich könnte natürlich Bio kaufen, aber ich denke mir, auch wenn ich jetzt nicht Bio nehme, nehme ich immer noch das bessere, die bessere Alternative, selbst zu kochen und halt die Sachen so unverarbeitet wie möglich zu kochen. Und die Sachen schmecken auch wirklich super, wenn man sie selber kocht. Vor allem in diesem First Austria, die Sachen werden immer gut. Immer. Also bis jetzt hatte ich noch nichts, was mir nicht geschmeckt hat. Na gut, wenn es fertig ist, mache ich auf jeden Fall wieder die Kostprobe. Das Essen ist fertig. Schaut euch mal das an, wie lecker das ausschaut. Ich werde das mal gleich. Ich muss noch nachsalzen, aber das ist egal. Was jetzt kostet.